Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Ich begrüße euch. Heute gibt es wieder ein ganz schnelles Rezept. Ich habe mich entschieden, heute Muffins zu backen, nämlich Himbeermuffins. Ich habe noch ein paar tiefgefrorene Himbeeren da, die ich aufbrauchen möchte. Und Muffins sind ja eh immer super, weil die so ganz, ganz schnell zubereitet und gebacken sind. Ja, und da zeige ich euch heute dieses Muffins-Rezept für Himbeermuffins. In meinen Playlists unter Muffins, da findet ihr noch weitere Muffin-Rezepte. Schaut da gerne auch einmal rein. Ja, und dann zeige ich euch jetzt, wie es geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ich würde mich wie immer sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. Wir benötigen folgende Zutaten: 250 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver, einen Teelöffel Natron, 125 Gramm Zucker und ein Tütchen Vanillepuddingpulver zum Kochen. Dann brauchen wir 180 Milliliter Buttermilch. Ich habe nicht immer Buttermilch daheim, weil ich die so selten brauche, und da habe ich einen guten Tipp für euch. Da könnt ihr einfach ganz normale Milch nehmen, gebt da einen Spritzer Zitronensaft dazu und lasst die Milch dann etwas stehen und dann wird aus der normalen Milch eine Buttermilch, die dickt dann schön an. Das kann ich euch dann gleich zeigen, wenn ich die Milch verwende, weil ich habe das jetzt eben schon so gemacht, dass ich mir da einen Spritzer Zitronensaft dazu gegeben habe, und das zeige ich euch dann gleich, wie das dann ausschaut. 80 Milliliter geschmacksneutrales Öl, 2 Eier, einen Teelöffel Vanilleessenz und Himbeeren, 150 bis 200 Gramm. Ich habe noch so tiefgefrorene da, die ich jetzt aufbrauchen möchte. Dann brauchen wir für den Guss Puderzucker, etwas Zitronensaft, und ich werde die Muffins dann noch mit gerösteten Mandelblättchen verzieren. Da mache ich mir immer welche auf Vorrat, da mache ich dann direkt so ein ganzes Tütchen Mandelblättchen. Die röste ich in einer Pfanne ohne Fett, bis sie eine schöne Farbe haben, und bewahre sie dann in so einem ausrangierten Marmeladenglas auf. Und dann habe ich immer was da, was ich verwenden kann. Da kann man jedes Gebäck schön mit verzieren. Das sieht immer sehr hübsch aus und es schmeckt auch sehr hübsch oder sehr lecker. Und backen werde ich die Muffins in so einem Muffinblech, und da habe ich eben auch so Papierförmchen, damit sich die Muffins dann später gut aus dem Blech lösen, bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene. Für Muffins braucht man ja noch nicht mal einen Mixer oder eine Küchenmaschine. Das ist ja ganz unkompliziert. Was man braucht, sind zwei Schüsseln. In eine Schüssel kommen die trockenen Zutaten. Da habe ich jetzt das Mehl hier schon mal eingegeben und dann gebe ich Backpulver und Natron dazu, das Vanillepuddingpulver und auch den Zucker, und dann vermische ich das Ganze schon mal miteinander. Und in die zweite Schüssel kommen dann die flüssigen Zutaten und da vermische ich die dann auch, und dann werden die flüssigen Zutaten zu den trockenen Zutaten gegeben. Das Ganze wird miteinander vermengt und dann ist der Teig auch schon fertig und kann in die Förmchen gefüllt werden. So, das haben wir. Dann haben wir jetzt hier die zweite Schüssel. Ja, da habe ich dann jetzt hier meine Buttermilch, die halt eben ich mir selbst aus Milch und Zitronensaft hergestellt habe. So, und die stand jetzt ungefähr für eine Viertelstunde. Und ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, wie die Milch ausgeflockt ist durch den Zitronensaft. Und da haben wir halt eben hier dann eine Buttermilch. Und da kann man sich dann immer wunderbar mit behelfen. Und dann gebe ich halt eben hier jetzt die flüssigen Zutaten hinein. Die Buttermilch, das Öl, Vanilleessenz und die Eier. Und dann schlage ich das Ganze eben schnell mit dem Schneebesen auf, dass das gut miteinander vermischt ist. Und dann vermische ich diese beiden Zutaten miteinander. Und dann kommen dann noch die Himbeeren rein. Und dann kann das Ganze schon in die Muffinförmchen gefüllt werden. Und der Backofen, der heizt auch gerade schon vor. Der hat dann auch seine Temperatur erreicht. Und dann gehen die Muffins schon in den Backofen. Dann ist der Teig schon fertig soweit. Ihr müsst schauen, die Größe der Eier spielt ja immer eine Rolle. Wenn der Teig zu fest ist, dann könnt ihr einfach noch ein bisschen Milch dazugeben oder vielleicht auch ein bisschen Saft, wenn ihr das Ganze etwas fruchtiger haben möchtet. Und dann haben wir jetzt die Himbeeren dazu. Und dann fülle ich das Ganze jetzt schon ein in die Backförmchen.
Und dann ist das Ganze auch schon soweit fertig. Die Förmchen sind jetzt zu 3/4 befüllt. Da habe ich ein bisschen gekleckert. Das wische ich jetzt noch mal eben schnell weg, damit er nichts festbackt. Und der Backofen hat seine Temperatur erreicht. Da ist das Lämpchen gerade ausgegangen. Und dann ab mit den Muffins auf die mittlere Schiene. Meine Muffins waren für genau 22 Minuten im Backofen. Da müsst ihr schauen, jeder Backofen backt ja anders. Macht immer eine Stäbchenprobe, wenn dann kein Teig mehr am Stäbchen kleben bleibt, dann sind die Muffins fertig. Ich nehme die Muffins dann immer relativ direkt nach dem Backen aus der Muffinform raus, weil sie sonst beim Abkühlen zwischen dem Papierförmchen und der Muffinform Kondenswasser bildet und dann werden die Muffins von unten matschig und das möchte man ja nicht haben. Deshalb gebe ich sie dann direkt auf ein Kuchenrost, dort können sie dann komplett auskühlen. Ich habe mir jetzt aus Zitronensaft und Puderzucker einen Guss angerührt. Dann habe ich hier meine gerösteten Mandelblättchen und ich habe noch ein paar frische Himbeeren zum Dekorieren. Und ich werde jetzt die Oberfläche der Muffins mit dem Guss einpinseln, gebe dann von den Mandelblättchen drauf und eben auch von den Himbeeren. Und dann müssen die Muffins komplett auskühlen und dann kann ich sie euch präsentieren. Ich werde jetzt auch die restlichen Muffins so zubereiten und dekorieren und dann sehen wir uns dann gleich zur Präsentation wieder. Und hier sind die fertigen Muffins für euch. Ich habe da jetzt mal einen angeschnitten, damit ihr schauen könnt, wie er von innen aussieht. Und jetzt schaut mal hier, wie weich der Muffin ist, was wir für einen tollen, weichen, elastischen Teig haben. Also ein tolles Gebäck, super schnell hergerichtet, sieht total hübsch aus. Ein schöner, fruchtiger Muffin. Probiert das Rezept auf jeden Fall aus. Guten Appetit! Das war's für heute. Wir sind fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.